französischen Entwickler von Nadeo haben uns das fantastische Trackmania beschert. Ihr neues Projekt, ein Ego-Shooter, wo das gleiche Prinzip umgesetzt werden soll. Das heißt, Nutzer generieren Content oder Maps und andere Nutzer können den dann ohne Probleme benutzen. Wir haben als eine der wenigen Zugang zum exklusiven Alpha-Test von Shootmania Storm bekommen und werden uns das Ganze jetzt mal ein bisschen anschauen. Mit dabei ist der Dennis, mit dem ich sofort ein paar Ründchen spielen werde. Hallöchen. Wir sind jetzt gerade noch bei Mania Planet drin. Das ist so quasi der Hub für all die Mania-Spiele, die Nadeo noch entwickeln wird. Also hierüber wird man dann nicht nur Shootmania Storm, wie wir es hier sehen, aufrufen können, sondern dann, wenn das hier nicht mehr in der Alpha-Fassung ist, auch wenn man es besitzt, vor allen Dingen auch Trackmania und was da möglicherweise noch kommen soll, ich glaube, es soll noch ein Rollenspiel kommen. Und hier kann man dann direkt schon auf Server zugreifen, theoretisch, oder auf Events, auf seine Buddies. Oh, Bram, stehst bei mir jetzt mittlerweile drin als Buddy. Ja, bei mir mittlerweile auch. Und auf Sachs Forum und solche Sachen. Also, hier haben sie schon ein bisschen dran gearbeitet. Das letzte Mal, dass ich Mania Planet gesehen habe, da sah das alles ein bisschen anders aus. Allerdings habe ich auch schon länger nicht mehr Trackmania gezockt. Wobei Trackmania klasse ist, möchte ich mal eben dabei sagen. Also, hier kann man halt so dann auf die Spiele zugreifen und so ein bisschen die Community-Funktion benutzen. Während man dann, wenn man das Spiel startet, was sehr, sehr schnell und sehr, sehr angenehm geht, beispielsweise Zugriff auf die Editoren hat, die ein ganz wichtiger Aspekt sind von diesen Mania-Spielen. Die waren bei Trackmania schon wichtig und haben das Spiel quasi groß gemacht, weil die Nutzer so unglaublich geile Maps gebaut haben. Das war halt ein sehr, sehr wichtiger Teil des Spiels und genau das gleiche soll halt bei Shootmania Storm ebenfalls so sein. Nur wollen wir jetzt hier unser Let's Play damit nicht gestalten, irgendwelche Maps zu basteln, vor allem weil ich da sowieso total kacke drin bin. Wir wollen lieber ein bisschen zocken. So, gehen wir mal auf die Serverliste. Tja, die Server sind jetzt natürlich verdammt leer, weil wegen Alpha-Test. Wahrscheinlich ist die ganze Presse, also das ist eigentlich ein Test für Presse, für Medienpartner und so, aber wir hatten Glück. Wir haben zwei Keys gekriegt. Siehst du den Ubisoft Royal? Ich sehe den Ubisoft Royal. Ach, dann lass den doch einfach mal joint. Da sehen wir schon. Doch, cool. Ungefähr wie das funktioniert. Ja, theoretisch kann man ja auch mit den Pfeiltasten zocken. Also das Spiel setzt halt auch ein bisschen auf wie Shooter früher funktioniert haben. In der E-Sport-Zeit. Also sehr, sehr simpel, nichts mit Level aussteigen und so ein Quatsch, sondern einfach schnelle Matches. Und es gibt immer nur eine Waffe, witzigerweise. Es gibt nur die eine einzige Waffe. Generell erinnert mich das Spielgefühl, ich habe schon zwei Runden gespielt vorhin, ein bisschen an Tribes Ascent, muss ich sagen. Also flott, man kann auch, wenn man eine Taste gedrückt hält, ein bisschen schneller sich bewegen. Und diese Waffe erinnert mich ebenfalls an Tribes Ascent, weil die schießt halt nicht so direkt, sondern wie man sieht, fliegen die Kugeln. Und man muss ungefähr vorausrechnen, wo man den Gegner dann endlich findet. Wir müssen jetzt mal warten. Wir spielen nämlich hier den Spielmodus Royal. Das bedeutet Last Man Standing, der Letzte, der lebt, gewinnt. Das ist ziemlich cool, diese Ansicht. Naja. Das haben sie cool gemacht. Ich meine, okay, das basiert natürlich auf der Trackmania Engine. Und demnach ist der Grafikfaktor halt auch nicht so mega beeindruckend, wie man sieht. Nee, aber das ist auch ein bisschen der Hintergedanke dabei gewesen, dass das Spiel definitiv auf schwächeren Rechnern auch funktioniert. So, jetzt starten wir. Wir haben da unten drei Leisten. Die linke untere Leiste sind unsere Schüsse. Die rechte untere Leiste ist unsere Energie. Oh, Scheiße! Man darf nicht runterfallen, habe ich gerade gemerkt. Shit. Ja, natürlich ein toller Start. Wo ist denn der Bram? Ich kann ihm jetzt, glaube ich, nicht zugucken. Ich kann nur die Leiste hier oben checken. Oh, Bram wurde getroffen. Oh Gott, Bram wurde getroffen! Oh, Bram ist down. Bram ist down. Aber immer noch besser als den ersten Sprung verkacken und direkt sterben. Jetzt, wo wir hier gerade die Übersicht haben, der Kniff bei diesem Last Man Standing, also der Letzte, der überlebt, gewinnt, ist, dass man zu dem Goal hier rechts rennen kann, was rechts im Bild ist, wo der Noxius gerade hinrennt. Das kann man auffüllen und wenn das passiert, dann verkleinert sich das Spielfeld, sodass alle Leute zu diesem Goal rennen müssen, um nicht durch eine... der Let hat jetzt gerade auf. So. Und der hat die Offzone aktiviert. Jetzt sieht man hier auch dieses komische... Jetzt sieht man, wie sich das Spielfeld langsam, aber sicher nach innen bewegt. Und der Typ, der AFK ist, da hinten, der wird nämlich jetzt sofort draufgehen. Der Top-GQ.
So wie jetzt. Jetzt haben wir nur noch drei Leute, die sich da oben ein bisschen rumbetteln. Ah, dann springt die Kamera auch automatisch um, das ist natürlich angenehm. Ja, die hat immer alle im Bild, das ist ziemlich fett gemacht eigentlich. Na gut, er hält sich natürlich beim Goal auf die ganze Zeit. Ja, und weicht den Schüssen aus. Hat aber nicht geklappt. Der hat auf Zeit gespielt. Oh, wow, wow, ein 101. Beide noch full life. Die weißen Punkte unter den Namen ist deren Schuss. Also ich bin da ist vorbei. Oh, mal geil. 5 Punkte gab's dafür. Aber ich so lange überlebt hab halt, ne? Ich hab total genug. So, das machen wir jetzt aber besser. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wofür die obere Leiste ist, aber ich glaube, es ist ein Schild. Whee! So, rechts von mir müsste auch jemand gespawnt sein eigentlich. Oh ja, der schießt auch schon auf mich. Wichtig ist, nicht runterfallen. Ganz wichtig. Oh, Junge, verpiss dich. Oh, da kommen Schüsse von hinten. Shit. Ah. Boah, hier haben sie aber zwei Noobs gefunden, ey. Boah, scheiß die Mann. Ich hab noch keinen getroffen. Oh Gott. Nein, er hat mich getroffen. Ah, nicht runterfallen. Komm schon. Mach diese Scheiße auf. Mach den Scheiß auf. Ja, ich habe auch getroffen, die Bitch. Fuck, ey. Yeah. Jetzt schon? Nein! Jetzt ist er down. Ich habe auch jemanden gekillt. Jawohl. Aber ich Punkt dafür kriegt die Gold, so und fast aufgeladen zu haben. Das weiß ich nicht. Fehlt echt nur noch ein so ein Ball fehlte. Bis da bin ich gar nicht gekommen, ey. Direkt Battle am Start. Also, warum nur eine Waffe und so weiter? Also, der Plan dahinter ist halt, dieses Spiel so krass wie möglich komplett auf Skill zu konzentrieren. Also, wer welche Ausrüstung hat, ist scheißegal, weil es gibt nur die eine. Und es geht einzig allein darum, die zu perfektionieren. Also, zu perfektionieren, dass man checkt, welche Flugkurve die Dinger haben, welche Geschwindigkeit und wo man hinschießen muss, wenn da hinten jemand rumspringt. Bei mir ist das noch alles ein bisschen verbesserungswürdig, wie man vorhin gesehen hat. Ach, ich habe keinen Punkt gekriegt. Keinen Punkt gekriegt? Hast du denn jemanden gekillt? Nee, das habe ich nicht. Boah, alter Schwede, will der mich verarschen oder was? Lava, schon wieder down, ey, leck mir doch die Eier. Nein, ich auch! Wir spielen hier nur mit Franzosen, ey. Das sind wahrscheinlich alles so Community-Mitglieder, die auch Zugriff gekriegt haben, weil die 8 Milliarden Jahre in Trackmania gesteckt haben. Und schon seit 5 Monaten spielen können. Das rede ich mir zumindest ein. Wir müssen hier die deutsche Flagge, die ist irgendwie gerade ein bisschen unterrepräsentiert hier. Die anderen Spielmodi checken wir natürlich gleich auch noch ab, aber wie gesagt, das war jetzt hier irgendwie gerade der Server mit den meisten Leuten drauf. Ich weiß nicht, wann die anderen Pressefuzis aus Deutschland mal auf die Idee kommen, sich das Spiel anzugucken. Haben die vielleicht schon? Vielleicht haben sie es gestern schon gemacht, ja. Wir hätten gestern theoretisch auch schon machen können, aber ne, da hat Deutschland gespielt, da haben wir keine Zeit. Und da wird das Gold aufgeladen. Boah, die Leute, die AFK sind, die sorgen dafür, dass das Spielfeld so weit rauszoomt, ey. So. Mhm. Jetzt zoomen ran, du Stück. Aha, danke. Der eine Typ da, der hält sich vollkommen raus. Das ist voll klug bei Last Man Standing. Oh ne, hält sich doch nicht raus. Oh, jetzt ist ein 101. Boah. Wäre krass, wenn einer von denen getroffen hätte. Boah, oh, nice. Was ein Schuss. Man, der war locker. Na, auf jeden, ey. Wir haben alle voll viele Punkte. So, jetzt müssen wir hier mal... Deutschland! Genau, die deutsche Flagge halten. So, jetzt kommt links auch wieder so ein Mongo raus. Da ist er nämlich. Ja, halb ich. Ne, ernsthaft? Sollen wir uns zusammentun bis zum Ende? Ja, okay, von mir aus. Ich hab nicht auf dich geschossen. So, zusammentun, alles klar. Und erstmal von hinten rein, wa? Da ist einer. Da ist er. Oh, du Mongo, nicht weg! Nein! Ja, ich hab ihn erwischt einmal. Ja, tot. Der ist tot, nice. Oh, da kommt wieder einer. Das cheaten wir ja natürlich ein bisschen. Weißt du schon herausgefunden, wofür die... Ach, die obere Leiste ist unser Leben. Man darf zweimal getroffen werden, dann ist vorbei. Oh ja.
Team Germany! Woo! Oh Gott, nein, ich fahr runter! Nein! Verdammt. Scheiße. Ist auch drauf gegangen? Auch drauf gegangen. Ah, shit. Ah, da kann sich schon wieder Goal richtig geile Sachen einfallen lassen mit den, wenn die so riesig sind. Ja, das glaube ich auch. Boah, wenn der Schuss trifft, wa? Boah, musste der nur ausweichen da unten links. Hm, ich bin Jade, ich bin AFK. Ja, stell vor, die beiden oben metteln sich gegenseitig nieder, weil der Schuss irgendwie so im Flug ist. So, einmal bitte ranzoomen, dankeschön. Können wir auch irgendwie öfter schießen, wenn die voll sind? Können wir auch viermal schießen? Ja, wenn wir voll sind, können wir viermal schießen, ja. Ich warte eigentlich nur auf den Download-Shop. Den man sich dann größeres Magazin kaufen kann, aber dafür ist Nadeo eigentlich nicht bekannt. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was es wohl geben wird, also Storm ist halt die erste. Der erste Teil von Shootmania. Es sollen noch weitere kommen, wo dann möglicherweise auch mal eine andere Waffenart integriert wird oder andere Blöcke vor allen Dingen auch. Das wird dann halt nochmal 20 Euro oder so kosten, so viel wie Storm halt auch kosten soll. Mhm. Und ich glaube, ja, das soll runtergehen in anderen Modus? Achso, ja genau, das war jetzt das erste Video, wo wir ein bisschen was gezeigt haben. Wir checken nochmal ein paar andere Modi ab. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das Spiel rauskommen soll. Ein bisschen dauert es noch. Wir sind ja noch erst noch in der Alpha. Aber behaltet das im Auge. Ich finde es ganz cool. Haut rein, Leute. Tschüss. Ja.